Hallo und zurück zu Tom in Underworld. Ich konnte es jetzt leider nicht verhindern. Hallo, herzlich willkommen zurück. Oh Mann, du gönnst mir aber nicht die Ehe. Ich wollte gerade sagen, warum geht das Spiel nicht weiter? Aber es geht weiter. Und da hast du einen Schatz. Nein, ein Medipack. Ach so. Siehst du den Unterschied nicht? Ah doch, die Schätze sind dreieckig nur. Oh, guck mal, ich glocke. Ist ja süß. Das kannst du dann drehen. Wo bist denn du das? Weil man das gerade gesehen hat, du Freak. Ey, nenn mich mal nie Freak. Du. Alter, ich glaub, sagt man. Ach, da muss ich runter. Ah! Oh nein! Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, du hast die falschen Waffen. Ja, so kannst du mir. Nein, du sollst hier entzielen! Oh Mann, du dumme Kuh, Alter! Na klar, jetzt spring halt wieder ins Wasser. Ja, sag's von dir gekriegt. Oh Mann, wenn ich die Musik schon wieder höre, krieg ich Kotzen. Na, put, 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 wo ist er denn? Alter, Mucke ist geil. Die ist gerade voll Horrorflair-mäßig. Ja. Hier ist nichts für mich. Du kannst es drehen. Du kannst es drehen. Ne. Geht nicht. Ja, dann höre ich doch. Doch, das ist zum Drehen. Guck dir mal die Windungen so an, wie bei der Schraube. Ja. Nee, ich brauch's andere Ding. Ja. Oh. Du das denn? So. Boah, ich bin so im Bar. Wir kommen als mein Sprung. Sei ruhig. Ey, Lara wäre übelst aufgeschmissen, wenn die dieses Seil nie hätte, oder? Ja. Oh, was hab ich jetzt schon wieder gemacht? Ja, wieder nur Scheiße, ey. Mobb mich nie. Guck mal, die Überreste von den Typen. Freust du dich jetzt auch? Ja. Freust du dich auch, wenn du lachst? Ja. Also lass mich. Oh, wie geil ist das denn? Ich krieg langsam Angst. Zustände. Hier. Ist das ein Eingang? Scheint so. Ich höre schon wieder was. Na, das Wasser blubbert. Nee, gar nicht. Doch? Hm. Doch, das blubbert schon die ganze Zeit. Ich gehe lieber hoch. Ach, wie? Ja, das weiß ich noch nie. Aber das werde ich ja gleich sehen. Überhaupt nicht. Das ich nicht schaffen. Will dir sicher sein? Nein. Häng dich ja nicht daran. Mann. Na dann. Oh! Super! Wow. Wir haben unseren Gürtel, glaube ich. Discord für 2012. Tagebucheintrag freigeschaltet. Jetzt geht's mal wieder ans Lesen. So, was hat man hier? Rückkehr? Das hat man, glaube ich, schon. Hier. Ragnarök. In der nordischen Mythologie endet die Welt mit einer epischen Schlacht, der Ragnarök, die zum Tod aller Götter und Monster und der Zerstörung der Zivilisation führt. Eine tragende Rolle in diesem eschatologischen, oh Gott, Mythos spielt Jörmungandr, die Midgard-Schlange, die so groß ist, dass sie auf dem Grund des Ozeans die ganze Welt umspannt. Während der Ragnarök verlässt
Die Midgard-Schlange den Ozean, überflutet das Land und erfüllt die Luft mit ihrem Gifthauch. Thor tötet Jörmungand mit Mjölnir, ertrinkt dann aber im Gift der Bestie. Das hatten wir doch schon mal. Die Maya-Leibeigene. Die Jaguare und die Maya-Krieger hier hat dasselbe Schicksal ereilt wie die Tiger in Thailand. Alles, was in diese giftige Flüssigkeit fällt, stirbt und fristet anschließend ein untotes Dasein mit einem einzigen Ziel, alle Eindringlinge zu töten und sie in das Becken zu werfen, um neue Wächter zu erschaffen. Spätere Kulturen haben die Ruinen vermutlich versiegelt, um sich vor den Schergen zu schützen und Neugierige den Zugang in das Reich der Untoten zu verwehren. Ja, warum auch nicht, ne? Also ich würde auch nicht freiwillig reingehen wollen. Nee, ich auch nicht. Eitre. Wer bist du? Eitre. Eitre. In der nordischen Mythologie war Eitre ein Elixier, das den Göttern das ewige Leben bescherte. Obwohl es aus dem Gift von Jörmungarde und andere Schlangen gewonnen wurde. Das Konzept erinnert an das hinduistische Amrita oder das Ambrosia der Griechen. Allerdings kam die nordische Mythologie der literarischen Wahrheit am nächsten. Nämlich, dass die Substanz tatsächlich ein Gift war und das ewige Leben lediglich ein untotes Dasein bedeutete. Irgendwann muss es auch im thailändischen Bogavati ein Becken mit dieser Substanz gegeben haben, aus dem die Tigerschergen hervorgingen. Aber dieses Becken ist entweder versiegt oder mein Vater hat es irgendwie zerstört. Hör auf zu lachen. Thors Gürtel, was wir jetzt haben. Oh. Die Legende nach konnte Thor Mjölnir ja nur führen, solange er seinen magischen Gürtel Mägingarde trug. Jetzt ist mir klar, dass es der Gürtel ist, der den Handschuhen ihre Macht verleiht. Sie leiten die Energie des Gürtels auf diese großen Spezialobjekte um, die nur mit den Handschuhen bewegt werden können. Jeder der Beinhandschuhe muss etwas Restenergie enthalten haben, die rasch verbraucht war, solange der Gürtel sie nicht auffüllen konnte. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wie Thors Hammer funktioniert, wenn ich ihn finde. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, du musst, wenn du vorliest, auch mal Luft holen zwischendrin. Willst du mich jetzt bewerten oder wie sieht das aus? Nee, bewertet wurdest du schon. Ja. So, und jetzt? Und jetzt? Wo gehen wir jetzt hin? No. Sag mir das mal. Ja, ich würde sagen, wir lassen uns von dem Gift einfach hochtreiben, oder? Nächste? Nee. Vielleicht daran? Ich weiß es noch nie. Ach, Mendel. Ah, Schnauze da draußen! Versuch mal. Soll ich's wagen? Weiß ich nicht. Aber es geht doch das Maul wieder auf. Warte, ich hab andere Idee. Andere Idee. Ich hab nämlich gerade was gesehen. Ja, der Vorsprung da drin. Wo? Oh, ich leuchte? Wieso leuchte ich noch einmal jetzt? Guck mal hier, links. Links, hier. Ah, aber siehst du, mir ist aufgefallen, dass ich leuchte. So. Das Blau sieht irgendwie geil aus, gefällt mir. Ja. Ist das gerade eingesunken? Ja. Ehrlich? Aber was hilft mir das? Weiß ich nicht. Frag mal. Nö. Komm ja doch nirgendwo hoch. Nee. Nie so ganz. Ah, nee, doch nie. Doch nie, ah. Ja, frag mich nicht. Frage mich nicht. Das muss ja irgendeine Bedeutung haben, wenn das hier so einsinkt, oder? Ja, eigentlich schon. Ah, warte, ich Idee habe. Oder doch nicht.
Nee, macht sie nicht. Ja, aber du kannst es doch ein Stück so dran schieben, nie? Ich guck mal. Nee, nie das Ding. Das hier? No? Nee. Du hast es doch vorhin hin und her bewegt, das drin. Ja, geht nicht mehr. Kann ich nicht mehr. Ich kann es bloß immer so kurz nach vorne und dann immer zurück. Was ist, wenn du es nochmal links rumschiebst? Ging das bitte weiter? Mm-mm. Auch nicht so wirklich. Ich kann es gar nicht mehr zurückschieben. Oh, schön. Oder warte. Ne. Mach bitte das eine noch das andere. Das ist aber sehr, sehr merkwürdig. Muss ich schon sagen. Warum tun die mir das an? Warum nur? Dann gehe ich jetzt einfach erstmal hier hin. Hoch mit dir. Oh, schön, du kommst da gar nicht hoch. Na, Bombe finde ich das. Also es muss hier weitergehen. Nur wie? Dann glaube ich, mache ich jetzt hier erstmal einen Schnitt und im nächsten Part weiß ich dann bestimmt weiter. Mach mal so, Wamia. Jo, mach mal. Bis dahin. Macht's gut, tschüss.